Jo, Freunde, willkommen zu einem neuen 101 Siege gegen UOC oder was auch immer. So, ich werde irgendwie versuchen, da so schnell wie möglich durchzuballern. Okay, Forster, Scheiße, was sind wir da? Überall Pyeongchuls, ha? Huh? Okay. Oh, Odins, ha? Huh? Jesus, da kannst du ja nichts irgendwie cleaven, ha? Da wird nichts mit irgendwie schnell durchballern. Ja, lass irgendwie mit dir anfangen. Lucian natürlich. Lucian, geben wir irgendein Artefakt mit plus Wasserschaden. Das Ding da. So, let's go. Alles Lucian Trap. Glaube ich nicht, ha? Jesus, hat nicht gereicht. Plus Wasserschaden, aber ja. Halb so wild. So, erster Down. Nur noch 9. Gut, warum das Ganze irgendwie nicht noch einmal? Hier mit Clara, Adrian und meinem eigenen Odin. Schauen wir mal, wir werden wahrscheinlich outspeeden. Und okay, Double Will diesmal. Schauen wir mal, ob es unsere Swift Clara irgendwie schafft, was zum Stunnen. Irgendwie habe ich das Gefühl ja nicht. Drecksvieh. So, will ich Odin killen? Ja, dann wird halt sicher gehackt. Er hat keine Last. Lass das Ding da killen, ha? Hat er zwar 5 Stacks, aber er hat keine Tech Buff, deswegen macht er auch keinen Schaden. So, unser Pudding hat eh Skill 1 Healing. Der strippt, oder? Probieren wir unser Glück. Hat funktioniert, Klassiker, macht nix. So. Noch ein neues. Okay, der war gut. Autsch. Heil dich hoch. Oh, scheiße, ja. Okay. Das ist gerade irgendwie urmist, ha? Ich kann mit Clara eh nicht ihn attacken, weil sonst ist Clara down. Interesting, ha? Na gut, scheiß an, ha? Wir machen sowieso den, wir killen den Chandra, dann hat er 5 Stacks, killt mein Cookie. Aber er hat ja kein Second Life mehr und mein Odin schon. Ich hätte jetzt irgendwie zweiten Skill machen können, aber funktioniert eh nicht. Oh, da ist er wieder, ha? Huh? Schön, dass du auch mal Vile proxt, ha? Huh? Okay. Gut, hier, Clara, Vigo und komischer Nebelig, glaube ich. Ja, Gemini, Kabila, Isabelle. So, wir outspeeden. Wenn Gemini die Güte hätte, nicht zu verkacken. Okay. So, wir one-shotten ihn. Shotten das Ding und wir defense breaken das Ding und wir strippen. Und dann one-shotten wir das Ding auch noch. Nice, ja. 50k. Ja, gut, die ganz spannenden Krakano Miles und Eladrill, Windpanda, Lulu Elia, Windpanda fett minus Fire Damage. Ne? Ich wollte halt irgendwie kein Feuer Unit bringen. Weil halt sonst die Feuer-Unit halt von allen gefokust wird, weil Miles halt irgendwie so viel Damage macht, ne? Ist da eh Bescheid, so. Okay, ultra nervig. Nein, sollte ich ihn fokussen, ne? Jo, what the fuck ist dann Maschine, ja? Scheiß Miles. So, er killt sich eh selbst, Heal ist raus. Ist ja irgendwie eh so, ne? Wer irgendwie mehr Damage macht. So. Ein Hit und Miles down, das heißt, der wird gleich reviven, ne? Und dann schauen wir irgendwie, dass sich der Krakanos selber killt, ne? Bioprox. Und dann schauen wir, dass wir fertig werden, weil ich nehme beim Raiden bin. Meine Leute auf mich warten. WoW for the wins. So.
Ja, zum Biotoken, ne? Autsch. Autsch. So, den da machen. So, stirbst du, jo. Das behindert ist eigentlich. Eigentlich wollte ich auf dich gehen. Aber wir müssen eigentlich den scheiß Villager killen. Das bringt eh nichts, wenn ich Miles jetzt irgendwie kill. Chill mal, Junge, ja. Hat sich ja eh gleich wieder Heal ready. Ich hätte Skills machen sollen. So, ich. Ja, kill ich nur selbst, ha? Ich meine, der Kakame ist so wurscht eigentlich, ne? So, da sind noch irgendwie trotzdem killen. Ja, ist so ein. Schau mal. Holy fuck, da. Lulu minus. Jo, er macht so viel Damage, ne? Holy shit, da irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir verlieren das gleich. Jetzt mal Wire Broken Panda, ne? Ein paar Mal irgendwie. Jo, ich schwöre, wir verlieren das fix, ha? Wieder schon destroyed halt hat, ne? Und ich krieg den scheiß Villager nicht down. Digga, warum musst du schon wieder Bioprocken her? Verdammte Scheiß. Ich will das nicht verlieren. Der scheiß Defense Buff. Der scheiß Stun. Der scheiß Additional Turn into Heal. Oh mein Gott, ja. Aber das Ding ist, der Miles mördert meinen Windpanda auch sicher. Und Bioprock. Wieso hast du immer. Holy fuck, der ja, Lee ist eh down. Okay. Jetzt können wir schauen, ob Windpanda OP ist. Habe ich weiter der Miles strippt und stunt uns gleich voll. Es bringt halt nichts, den zu killen. Peter, wie kann ich das Schild verlieren? Ah, Windpanda nicht genug Schaden einfach. Boah, ich schwöre, dieses Scheißspieler, ich habe gar keine Lust mehr. Ich gehe wirklich WoW wieder spielen. Na gut, hier Kuma, Fetti, Eivor. Ja, mit den beiden Battle Angels. Ich habe irgendwie überlegt, ob ich nicht hier Claire ein bisschen tankiger mache. Aber ich glaube nicht, dass es so ein Byung-Chul zweiter Skill irgendwie one-shottet, ha? Huh? Und wenn, ist mir auch schon so wurscht. Ich schwöre, ich habe gerade irgendwie vorher gefragt, was mein Accounting mir wert ist. So. Weil es ist einfach so fad, wirklich. Einfach nur noch fad, das Ganze. Okay, das war nicht viel Damage. So, dritten Skill. Okay, Defense Break. Und so nuked man einen Byung-Chul. Gut, Odin, Riley, Tessa. Ja. Ein Cleave mit Lia. Ich cleave halt alles. Oder so viel halt geht. Sehr gut. Der Sarion resisted. Ist irgendwie scheiße. Riley stirbt halt. Odin stirbt auch. Unsere Kali ist eh protected. Okay, geh auf Gemini. Geh auf Kali. Strip. Und jetzt werden wir irgendwie gesolot von dem Odin, oder? Oh mein Gott. Weg. Werden wir Gott sei Dank nicht. Gut, Byung-Chul, Terra to Eivor. Ja, mit meinem Byung-Chul, Riley und hier mein Litchi. Was habe ich mir irgendwie? Minus Wind Damage. Er kann halt. Ja, er wird halt wahrscheinlich alles tanken. Wenn halt irgendwie Eivor Defense Braid landet. So. Ich wollte gerade sagen, hey, hoffentlich strippt er gleich irgendwie das Schild und wir werden irgendwie geone-shottet. Ja, Defense Braid kleins mal irgendwie nicht.
Wir wollen irgendwie, dass er attacked wird. Okay, das war ja Proc, aber das Ding ist, oh mein Gott, der kann ja auch. Der kann ja auch wieder strippen erst. Chaceratool, hätte ich auch gern, wirklich. So, und sie kann ja auch, oh mein Gott, da können alle eigentlich strippen, aber nehmen nicht genug Accuracy, hä? Gott sei Dank. So. Okay. Jo, wieso denn der Vampire des Saratur? Nein, kann ich auf Vampire. Achso, der. Ach, der heilt sich jetzt auch wie man mit dem letzten. Also wenn er, ne? Oh mein Gott, Alter, okay. Der heilt sich jetzt auch, wenn er irgendwie ein. Wenn sein Zug, glaube ich, endet, gell? Irgendwie so. Holy shit, hast. Das ist, glaube ich, das behinderte Team ever gerade, oder? Oh mein Gott, das Immunity bringt eh nichts. Oh mein Gott, Junge, ja. Wenn irgendwie eins einmal das strippen oder so, glaube ich, sind wir irgendwie eh im Arsch. Ja? Noch steht er ganz gut, unser Helfer. So. Wieso macht mein Björn schon lange so wenig Schaden? Haben die alle irgendwie so fett minus Wind Damage immer? Wahrscheinlich. Unnötigen Bioprox von Riley. Bräuchte man irgendwie welche mit Björn. Okay. Endlich einmal down. Tja, der Saboteur soll wirklich null Accuracy, glaube ich, ha? So, Eowa lebt immer noch, Riley finished. Irgendwie glaube ich, das hätte man. Also hätte man da irgendwie ein bisschen Pech gehabt, wegen Helfers, dass der irgendwie nicht alles resistet, glaube ich, hätte man es irgendwie verloren. Aber es ist eh so wurscht. Das ist eh wieder der urfade Siege, aber es ist. Ist irgendwie auch okay, weil irgendwie das ganze Spiel ist irgendwie so fad. Es kommt irgendwie so wirklich vor, als ob es irgendwie seit 2 oder 3 Jahren irgendwie immer dasselbe ist, ja. Nix irgendwie neue Offensive oder so, immer das gleiche. Nix wird irgendwie mal da ordentlich gebufft oder irgendwas. Aber ja. Nix Neues ziehe ich. Kein Saratu. Kein Maxi. Gilly habe ich vorher gesehen, hat eine Asima Offense, ja. Hätte ich auch gern, Asima, ne? Gut, keine Ahnung, hier, Theo Gutsuper, ne? Ich meine, das Ding ist halt einfach. Ich wollte irgendwie sowas falsch schon attacken mit Byung-Chul, dem Wasserfetti und Riley, aber dann hat irgendwie ein Gildi gesniped, obwohl er nicht markiert hat. Ich meine, das Team ist so. Entweder es gewinnt oder halt nicht, ja. Aber. Wir können halt fast nichts one-shotten, ne? Maximal irgendwie Gutsu. Ich hoffe halt eh, dass wir halt mit Perna werden wir auch killen, sofern wir, okay, wir landen Gott sei Dank Triple Defense Break. Jetzt brauchen wir noch irgendwie Triple Reduce. Okay. Das ist gar nicht so übel, na gut. Ich glaube, wir verlieren es doch nicht. Aber das ist halt so ein Team. Wie immer halt, dann besser so 15% Scheiß. Na gut, machen wir ihn noch so einen. Diesmal hier mit Wasserfetti, Riley und Theo, dachte ich. Er ist halt irgendwie auf Destroy. Und er hat jetzt irgendwie nicht mehr Max Crit Rate, aber. Ja. Wahrscheinlich bereue ich es eh gleich. Ha? So, Branding auf unserer Riley. Riley hat minus Feuer Damage. Gott sei Dank resistet, ha? Oh mein Gott, gut, dass Theo halt kein Defense Break gelandet hat. So, wir cleansen den Branding-Scheiß. Okay, Endure gepoppt. Will ich freezen?
Loot das Burner nicht via Proctor. So. Kill ihn. 12k. Ja. Reicht irgendwie trotzdem nicht. Irgendwie will ich den Hitter nicht von Theo Perner wasten oder was bleibt mir über. So, bitte dann Perner. Okay, danke. Oh. Oh, nice Wireprox, hä? Huh? Jo, gönn dir einen Schluck, was auch immer da drinnen ist, hä? Huh? Ich will es nicht wissen. So, kann man Capsule Defense breaken? Okay, gut, unser letzter Tag hier. Roll Byung-Chul Eivor. Ja, hier mit Cookie, Speed Lead. Ja, wir bleiben irgendwie dabei. Wir sind da irgendwie nicht so wirklich speed-tuned halt, ne? Hier habe ich jetzt irgendwie gegeben plus Dark Damage. Hier habe ich gegeben hier dieses plus Wasser Damage. Ah, scheiß drauf, wir lassen das Ding halt. I don't know, ob sie irgendwie Eivor killt. Aber wir müssen halt auf jeden Fall den Roll killen. So. Bitte nicht cutten. Soll ich den. Wir machen den dritten, ne? Das ist ja AOE Attack by Reduce. Hat sogar funktioniert, Wahnsinn. So. 73k. Hätte ich mir das Dings. Oh, scheiße, das hätte ich eigentlich auf. Byung-Chul machen sollen, ha? Aber gut, wir killen einmal dich. Sie hat irgendwie nächste Runde den Nuke ready und dann kommt eh nicht dran oder wird halt eh nicht gekillt. So, das heben wir uns irgendwie gerade auf. Das war nix. So scheiße, ha? Na, Spaß. Überleb. Macht irgendwie schon Schaden, ha? Ich meine, es ist ein Passiv und so. Aber gut, ja, wir sind Gott sei Dank fertig. Ja, der eine Loot wieder mal. Windpad hat mich enttäuscht, aber das Ding ist einfach, das Team war irgendwie scheiße. Wir hatten einfach halt zu wenig Schaden, ne? Ich hätte wirklich das, naja, weiß ich nicht, einmal Molong Ballweg Team, will ich mir auch nicht mehr, keine Ahnung, ist eh wurscht, ja. Geht ja irgendwie eh um nichts mehr. Ja, ich meine, auch wenn die gerade irgendwie Bonus haben, aber es sind eh Punkte. Unsere Winner ist, glaube ich, auch wieder mal recht kacke. Die von denen war irgendwie noch schlechter erst, aber ja. Egal. Ich gehe wieder weiter WoW spielen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.